Hose runter oder nicht? Die Frage, die den transatlantischen Kulturgraben weiter aufreißt. Ronald Marx und seine Truppe kommen als unverklemmte Deutsche nach Amerika, also Hose runter. New York, erster Stopp für Roland Schimmelpfennigs Nahaufnahme deutsch-amerikanischer Klischees, eigens für die Tournee geschrieben. Regisseur Marx verfügt, leicht zerknirscht, in letzter Minute: Wir dürfen die prüden Amerikaner nicht vom Eigentlichen ablenken durch einen nackten Hintern. Und daher, die deutsche Hose bleibt doch oben bei der Weltpremiere von Start-up. 6 Wochen hatten sie in Berlin geprobt, 2 amerikanische und 3 deutsche Schauspieler. Mit großem Farewell geht ein Stück auf die Reise. Inzwischen gehe ich noch nicht mal mehr zu Leseproben, weil ich immer denke, das ist, man schreibt Stücke, um sie wegzugeben. Man schreibt Stücke, damit es andere Leute dann machen. Er wird mitspielen, der alte amerikanische Schulbus. Grün erblüht als Nebenbühne und Planwagenersatz. 10.000 Kilometer liegen vor ihm. Das wird ziemlich heftig. Es gibt keine Klimaanlage, kein Klo. Ich werde das überstehen. Ich stamme aus der Bronx. Ich bin hart im Nehmen. Das ist ja schon riskant irgendwo. Also wir versuchen das natürlich zu limitieren, das Risiko. Aber da kann ja alles Mögliche passieren. Also ein Busreifen kann platzen, wir kommen zu spät an, wir haben keine Zuschauer. Der Bus, rollendes Labor mit komplizierter Versuchsanordnung. Ein Dutzend Künstler, Amerikaner und Deutsche unterwegs mit einem Stück, in dem sie sich selbst spielen. Eine Theatertruppe in schöngeistiger Mission in der amerikanischen Kultursteppe. Oktoberfest im Schneider in New York. An deutscher Sympathien verdächtigem Ort verteilen sie Einladungen zur Premiere von Start-up. 11 Jahre schon versucht Ronald Marx mit seinem kleinen, beherzten German Theater Abroad den transatlantischen Theaterbrückenschlag. Diesmal mit einer Reise von New York nach Los Angeles mit 24 Stops. Gegenwind nicht ausgeschlossen. Vergessen Sie die $100-Tickets. Bei uns bekommen Sie für $20 die bessere Show, trompetet Ronald Marx in das Getöse vom Times Square. Auch in Manhattan leugnen sie ihre Herkunft nicht. Berlin war für die beiden amerikanischen Schauspieler, Mixolydia Taylor und Ronald Sands, die erste Europaerfahrung. Regisseur Marx als Fremdenführer, Brandenburger Tor, dort stand die Mauer. Und wieder New York. Ein Heimspiel für Mixolydia und Roland. Immer ist die Videokamera dabei. Berlin war für uns natürlich aufregend. New York ist dagegen ein alter Hut, weil wir hier zu Hause sind. Jetzt zeigen wir den anderen, wie wir leben. Exotisches für die Berliner am Strand von Coney Island. Überall drehen sie, nehmen Monologe auf. Bühnenwirklichkeit und Videoillusion verquicken sich in Start-up. Premiere im East Village mit einfachem Plot. Die Deutschen rennen gegen die Wand praktischen amerikanischen Denkens. Sie wollen von Ike einen Laden mieten, ein Theater aufmachen. Ein was? Kein Filmtheater. Was dann? Richtiges Theater? Schauspieler, ein Stück, eine Show? Genau das. Das könnt ihr vergessen, interessiert hier keinen. Das findet Katie auch. An dieser Ecke würde nicht mal eine Strip-Show überleben. Wir brauchen hier höchstens eine Hotdog-Bude. Vor allem aber einen Videoladen brauchen wir. Die Volkshochschule mit deutschem Akzent ist mitgereist aus der Heimat. President Kennedy came to Berlin and said, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Ein artiges Dankeschön an Amerika, die Deutschen kommen als Freunde. Ike versucht ihnen die Idee mit dem Videoladen schmackhaft zu machen. Doch sie bleiben deutsch, Kultur statt Hollywood. Sie ziehen weiter, nur Katie bleibt. Kommst du mit? Are you coming? Nein. No.
Katie bleibt bei Ike, stattdessen zieht seine Tochter Liz mit den Deutschen mit. Kommst du mit? Are you coming? Liz will weg mit den Fremden. Das halbe Amerika liegt vor ihnen, 2 Dutzend Mal mit einem deutschen Kopf gegen die amerikanische Wand, oder? Wir wollen mit auf die Reise. Klar geht es in Amerika um strahlend weiße Zähne und Videos. Aber es gibt auch überall Leute, die nach Kultur lechzen. Montag geht es los. Noch weiß niemand, was wichtiger ist, das Stück oder die Reise. Aber wahrscheinlich wird die Reise ja ohne dies selbst zum Stück.